Aloy, du bist hier. Es ist irgendwie komisch gerade. Was soll die Verzögerung? Ist alles in Ordnung? Gut, dass ich Spuren lesen kann. Ist alles in Wolltest Ordnung? Du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier, am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja, mach dich auf den Weg. Ich hole die Teile, noch was. Ja, das würde mich interessieren. Ist sonst noch etwas mit dir? Ist sonst noch was mit dir? Nein, mir geht's gut. Nach der Erprobung noch was. Ich hole die Teile. Ich glaube, beides heißt, dass wir fertig sind. Und da können wir noch Fragen stellen. Also nach der Erprobung. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Ross, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Okay. Ja, noch was? Kann ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Also ich finde das nicht ehrenhaft. Da holt jemand Fleisch und dann wirst du einfach nur angegrummelt, weil man vom Gesetz her nicht mit Ausgestoßenen reden darf. Fühlt man sich halt natürlich als Ausgestoßener noch mehr ausgestoßen und auch ein bisschen verarscht. Weil ich meine, dass sogar vom Gesetz verboten wird, Danke zu sagen, ist halt ja. Ich besorge die Teile, aber ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Okay, ich hätte echt gedacht, das ist irgendwie eine Erscheinung, die da oben steht, aber das ist einfach unser Dad. Der einfach sehr in Gedanken versunken ist. Na gut, sammle Lohe von Läufern 3-mal, sammle Metallscherben von Maschinen 5-mal und feische um eine Stolperfalle. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. So, hier können wir die Karte öffnen. So, wir schauen da mal. Ich darf halt nicht vergessen, dass ich das auch immer wieder verwende. So, Karte öffnet man mit Enter. Das ist ein bisschen schräg, aber ja. Oh. Wollte keine Markierung machen. Okay, hier muss ich hin. Geh auf die Jagd nach Lohe und Scherben. Okay, ich muss wie... Okay, ich muss einfach Escape drücken, dann komme ich wieder raus. Ich glaube, ich sollte mich eher an die Story halten, oder? Ich laufe schon wieder ganz woanders hin, ich kenne mich. Ah, schlimm, wenn man so einen Entdeckerdrang hat. Vor allem, da könnte halt überall was sein, überall. Was haben wir hier? Okay. Ich hol mir noch Frostbeulen. Hier kommen wir wieder zu unserem Dad.
Nehme ich mal stark an. Okay, das Geld dann ist halt eindeutig aus Assassin's Creed, aber da muss man auch sagen, man kann Assassin's Creed mögen oder auch nicht mögen, aber das Klettersystem ist schon sehr geil. Oh, ist so schön, dass ich fast alles selbstständig macht und ich eigentlich fast nur W drücke. Ah, jetzt sind wir wieder beim Dad. Okay. Wollte ich noch mal kurz sehen, Papa. So, dann geht's dann mal wieder ganz nach unten. Wir sammeln natürlich, was das Zeug hält. Die Musik ist auch so schön. Okay, hier gibt's nichts. Ich muss einfach mal das Spiel auf mich wirken lassen. Das ist unfassbar. Selbst der Nebel und so, es sieht so gut aus. Der Regen mit der Musik. Es hat schon was. Also das ist... Es fühlt sich echt schön an. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Zwei Tage, dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Ja, jetzt konnte ich aber das oben nicht lesen. Ja, wir machen halt eine Schnellspeicherung. Ich weiß halt nicht, ob eine Dingspeicherung was bringt. Es ist ja eh immer eine manuelle. Na gut. Ich mache auf jeden Fall immer am Ende der Aufnahme auch eine Dingspeicherung. Eine... eine normale Speicherung, also eine manuelle. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, hier haben wir noch Materialien. Ist immer gut. Ich bin aber eigentlich auch überhaupt nicht so der Crafter-Mensch. Mal schauen, vielleicht kann ich mich ja damit... vielleicht finde ich da ja Gefallen daran. Es hängt ja natürlich auch immer sehr vom Spiel ab. So, wir gehen jetzt aber mal darüber hier. Ah, ist so schön und auch die... Aber ganz schön bitter. Die Geräusche, boah, es fühlst dich echt gerade so ein bisschen wie, als würdest du wirklich in einem Wald sein und da weht gerade der Wind durch. Also die Geräuschkulisse ist schon großartig. Okay, scannen kann ich hier aber nix. Wäre auch echt krass, wenn man jede Kleinigkeit scannen könnte. Ein Ast, ein Baum, ein Stein, ein Busch. Ich hätte jetzt fast genießt. Oh, eine tote Maschine. Kann ich aber nicht looten. Mutterherz, noch zwei Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Ah, ob du dich da mal nicht täuscht, Mädchen. Oder junge Dame, wohl ihr. Wer ist das da? Okay, dann kann ich nicht scannen. Urmutter, steh mir bei. Da ist die Ausgestoßene. Ah ja, die behandeln uns, als wären wir die Pest. So, okay, ich muss hier runter. Ah, okay, das ist nur ein Kaninchen. Wenn ich das richtig gesehen habe aus dem Augenwinkel. Ich glaube, ich muss das gar nicht so oft verwenden, oder? Was haben wir hier? Mutterherz nach rechts und Mutters Wacht nach links.
Okay. Mal schauen. Ist aber schon echt hübsch. So, Maschinen haben wir hier gar nicht. Mir sonst was? Nee. Ah, ich glaube, ich übertreibe es ein bisschen mit V drücken. Ich weiß halt nicht, wie viel Reinholz kann ich mitnehmen oder ist das unbegrenzt? Wenn ich jetzt schon 98 Stück habe. Ja, gut. Das ist ein Wächter. Oh, der war ja instant weg. Wie lasse ich den Pfeil... Ah, okay, einfach die rechte Maustaste loslassen. Oder ist er noch einer? Oh oh. Das war nicht gut. Ah, jetzt. Wie der Sound sich sofort ändert, geil. Ey, ich muss eh halten, ey, ich bin so ein Idiot. Okay, wir haben Metallscherben, wir nehmen natürlich alles mit. Den Stein nehmen wir auch wieder mit. Ist toll, dass wir den wieder aufsammeln können. Oh, 5+5% Schaden, Spule. Eine Modifikation, das ist sehr gut. Weil, das heißt, wir werden hier mal... Warte, wo haben wir unseren Bogen? Hier. Nein, das ist mir schon klar, dass der... Ah, wir haben neue Rohstoffe. Verderbnisgusswurzel, gewöhnlich. Aus diesem natürlichen Rohstoff kann man Widerstandstränke herstellen. Wert, 2 Scherben. Quellen Natur, Objektherstellung, Verkauf gegen Metallscherben. Dann haben wir Feuerbrennwurzel, gewöhnlich. Aus diesem natürlichen Rohstoff kann man Widerstandstränke herstellen. Wert 1, Quellen Natur, Verwendung Objektherstellung, Verkauf gegen Metallscherben. Und dann haben wir noch Schockwachswurzel, gewöhnlich. Aus diesem natürlichen Rohstoff kann man Widerstandstränke herstellen. Wert 1, Quellen Natur, Verwendung Objektherstellung, Verkauf gegen Metallscherben. Ah, Kapazität 6 von 20. Das heißt, die Anzahl davon ist unbegrenzt. Aber ich kann nur 20 davon mitnehmen. Rede mit Grater. Okay, ich glaube, die sollte ich vielleicht auch machen. Was ich aber jetzt eigentlich machen wollte. Ich will das modifizieren hier. Wie setze ich denn die ein? Ah, okay, linke Maustaste und F geht aber auch. Erste Modifikation. 5% Schaden nehme ich doch gerne. Ja. Um deine Waffen und Outfits zu modifizieren? Ach so, ja, das weiß ich eh. Wo ist denn die? Die kauzige Krater. Rede mit Cast und feische um eine Stolperfalle. Hm. Warte, Aufträge. Ah, okay, gut. Wir machen nämlich zuerst die Aufträge. Das heißt, wir reden jetzt mal mit Grater. Wir kriegen halt leider noch nicht gute Rohstoffe zusammen, weil wir halt natürlich da noch nichts verbessert haben. Also zumindest noch nicht sowas, dass die Fundchance für seltene Sachen erhöht wird. Weil diese Scherben sind anscheinend die Währung. So, wir hüpfen. Oh, die kann aber schon ordentlich hüpfen. Bin gespannt, ob die später auch einen Doppelsprung lernt. So, wir können da schön die Zwischenräume nutzen. Also die Felsspalten. So.
Noch ein bisschen Reinholz. Ja, ich glaube, Aufträge sind keine Hauptaufträge, sondern einfach so Nebensachen. Oh, Medizin. Achso, ja, der Medizinbeutel ist ja voll. Gut, okay, dann werden Sachen rot markiert. Mensch, Krater. Ich weiß, auch wenn mein Bauch und meine Hände leer sind, bin ich sicher in deinem Becken. Okay. Hallo, Krater. Urmutter, seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Sei mir gnädig, Urmutter, und sorge erneut für mich. Keine Sorge, ich werde sie jagen. Urmutter, ich höre deine Stimme im Wind. Ich würde dir mit meinen Gebetsperlen danken, aber ich habe sie am östlichen Ausblick verloren. Und das ist einfach zu weit für meine alten Knochen. Diesmal brauchst du also Kaninchen und dein Schmuckstück. Okay, ich komme zu dir ins Lager. Okay, sie redet indirekt mit uns. Na gut. Also sie muss Fleisch sammeln, das heißt, sie muss ja eigentlich Kaninchen und sowas töten. Weil von Maschinen kriege ich definitiv kein Fleisch. Na gut. Dann gehen wir da mal hin. Oder ist das eh eine Markierung, dass ich da hinten Fleisch sammeln kann? Ich weiß es gar nicht. Was ist denn das? Okay, da kann ich rumspazieren. Das geht ganz schön schnell. Ja, wir laufen da jetzt mal runter hier. Ich muss mir das echt abgewöhnen, Mann. So, dann laufen wir mal darüber. Ah, die spawnen da wieder. Okay. Die spawnen da wieder. Okay, die spawnen da aber ziemlich schnell. Das wird dir nicht gefallen. Aha. Oh, falsche Taste gedrückt. Alter, ich bin so schlecht im Aimen. Das ist unfassbar mit so einem Bogen. Alter, das ist für mich der reinste Krampf. Das ist unfassbar. Und ich habe nochmal 3 Pfeile. Alter. Nee, ich muss. Ich muss mir Pfeile herstellen. Munition. Ah, nee, warte. Da muss ich ja nur Tab drücken. Okay, ich brauche noch Scherben und ich brauche Lohe. Alter, das ist unfassbar. Ich kann so nicht spielen.
Nein, nicht springen. Blödsinn. Alter, ich bin definitiv mehr der Nahkämpfer. Oh, das ist ja unfassbar. Wächterlinse. Okay, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Boah, ich bin so schlecht mit einem Bogen. Und eben mit diesem Schuss aufladen und so, das macht mich wahnsinnig. Also es gibt ja später hoffentlich auch Gewehre oder sowas. Und nicht nur den Bogen. Das wäre dann nämlich schon echt toll. Aber es macht wahnsinnig Laune. Also, das Spiel hat wahnsinnig Potenzial und ich verstehe auch die Community. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die sagen, boah, das Spiel ist so toll und so. Verstehe ich. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also ich bin jetzt schon echt gefesselt. So schlecht mit dem Bogen. Alter, ich kann das so nicht. Aua, aua. Die hüpfen immer auf mich zu. Schau. Der dritte. Dieses Ding soll mich, slowt mich, glaube ich. Aber ich brauche die Ausweichrolle auf einer anderen Taste, weil das ist ja unfassbar. Ich bin eher der Nahkämpfer und ich halte das überhaupt nicht aus. Wenn die Ausweichrolle da links unten ist.